Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Vorwort des heutigen Videos. Das heutige Video ist dieses Video. Ich komme nämlich gerade aus der Aufnahme von diesen vier Videos und ihr seht schon, die Thumbnails hier in Windows von diesen drei Videos sind alle exakt identisch. Ich möchte nämlich kotzen, also. Das hier, Folge 68, wird die letzte Folge von Need for Speed Shift sein. Wäre es regulär auch geworden. Ich habe nämlich komplett das Spiel zu Ende aufgenommen, habe noch alles gemacht und so weiter und so fort. Und dann ist mir, während die Credits hier gelaufen sind, aufgefallen, Moment mal, bei OBS habe ich ein Standbild von einer von drei Runden Nordschleife. In dieser Folge hier sind wir ein Rennen gefahren, wo man eins von drei Runden Nordschleife hat. Und ich dachte in der Folge noch, dass es sich um das Rennen aus dieser Folge handelt. Aber nein, es handelt sich um das allererste Rennen, was ich gefahren bin heute in dieser Folge. Nach 3 Minuten hatte ich nämlich hier einen kleinen Crash, wo sich wieder mal sämtliche USB-Geräte disconnected haben. Was ich allerdings nicht gecheckt habe, ist, es hat sich auch der Monitor disconnected. Und in dem Moment hat sich hat OBS einfach, wusste nicht mehr, wo es aufnimmt. Und deswegen habe ich jetzt für 4 Folgen ein Standbild aus einem Spiel oder bei einem Spiel, wo es einen Autosave gibt, sodass ich das so auch nicht mehr reproduzieren kann. Hab 2 Stunden da rein investiert, die ich auch nicht nochmal habe jetzt. Also, ich konnte das jetzt nur aufnehmen und render das hier oder beziehungsweise, ja, groß bearbeiten werde ich es jetzt, also mache ich es ja eh nicht, aber werde ich jetzt gar nicht wahrscheinlich und schmeiß das dann nur hier rein, lass einmal durchrendern und lade es dann hoch. Und ihr habt jetzt dann halt 4 Folgen, die letzten 4 Folgen aus dem Projekt mit einem Standbild. Ton ist aufgenommen, wunderbar, alles kein Problem. Also sowohl Game Sound als auch ich. Da habt ihr jetzt dann halt einen sehr schlechten Podcast. Die nächsten 4 Folgen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe zwar öfter mal auf den OBS-Monitor geschaut, aber nur auf die Zeit unten und nicht auf das Bild. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gerafft habe, dass das hängen geblieben ist. Das tut mir wahnsinnig leid. Es waren eigentlich echt coole Rennen dabei. Gerade das letzte Rennen war echt cool, aber es ist alles lost. Also man sieht es nicht mehr. Man hört es noch zum Teil, aber es waren auch einige Nordschleifenrennen dabei. Bei denen ich kaum was sage, weil ich mich halt konzentriere. Gib mir mal eine Sekunde, ich mache eben noch mal kurz das Spiel auf. Moment. So, wieder im Spiel. Ja, ihr seht, ich habe auch hier dieses Bugatti Veyron auf der Nordschleife. Das habe ich auch noch mal gemacht. Damit sind wir, da sind wir dann auch Erster geworden. Und dann habe ich die ganzen verbleibenden Einladungsevents alle gemacht. Und die World Tour, die haben wir auch abgeschlossen. Also war ja nur noch dieses letzte Rennen hier offen. Ja, wie gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass das jetzt wirklich so kacke ist. Aber ich kann das nicht ändern. Also ich bin jetzt auch, ich bin wirklich ultra demotiviert gerade. Also ich habe in der Folge, glaube ich, also in der Folge, die ihr gerade seht, dann später, nachdem dieser kleine Crash war, oder größere Crash, wie auch immer, war, und sich die ganzen Geräte einmal disconnected und wieder reconnected haben, da habe ich noch gesagt, es könnte sein, eventuell, weil ich ja hier, ich habe ja nur einen Laptop und da sind eigentlich alle USB-Geräte sind über einen Hub angeschlossen. Und
Da habe ich gedacht, vielleicht ist, weil ich jetzt halt beim Aufnehmen von Need for Speed den Controller mit dran habe, dass der den Hub eventuell, oder beziehungsweise nicht den Hub, sondern den USB-Port am Laptop überlastet. Wobei es ein USB-C-Port ist, das ist eigentlich auch eher unwahrscheinlich, aber egal. Dass das eventuell das Problem ist, warum das hier bei Shift ab und zu passiert. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht mehr, weil sich ja auch der Monitor disconnected hat, also auch der HDMI-Anschluss betroffen ist plötzlich. Und ich hatte ja im Sommer in meinem Urlaub einen Unfall und da habe ich mich dann abholen lassen und ich war ja mit meinem ganzen Krempel unterwegs und da war auch dieser Laptop hier dabei und ich habe dann für 2 Tage beziehungsweise 2 Nächte den Laptop im Auto, also nicht in meinem, sondern in dem Auto von der Person, die mich abgeholt hat, in meiner Tasche oder also meine ganzen Taschen habe ich da drin gelassen. Und ich glaube, das war ein gigantischer Fehler und der Laptop ist kaputt gegangen dabei. Irgendwie von Feuchtigkeit in der Nacht oder irgendwie sowas. Das ist jetzt so momentan meine Erklärung. Ja. Es ist absolut zum Kotzen. Ich hasse mich selber, dass ich da nicht drauf geguckt habe und das nicht gesehen habe. Ich kann es jetzt eigentlich nicht mehr ändern. Ich denke, ich werde mir jetzt erstmal eine Auszeit gönnen, weil das kotzt mich so dermaßen an. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt erstmal nichts machen werde danach. Also diese 4 Folgen. Die kommen jetzt verteilt über die Woche. Aber wie gesagt, es ist eher ein schlechter Podcast als ein Video. Und ja, ich rede darüber, dass ich mit Need for Speed Shift 2, dass das, dass wir das dann anfangen als nächstes und bla und bla und bla. Ihr hört's ja dann alles, aber es ist so kacke, wirklich. Ich könnte echt heulen. Weil, also das ärgert mich so sehr. Risen 3 läuft noch. Ich habe auch schon tatsächlich Elex 1 angefangen gehabt. Vor meinem Sommerurlaub. 15 Folgen gibt's davon. Das heißt, bis Anfang, Mitte November, glaube ich, kommen hier noch täglich Videos. Allerdings keine Need for Speed Videos. Vielleicht habe ich auch noch mal eine, also vielleicht ändere ich meine Meinung da auch noch mal und mache doch irgendwie weiter oder versuche dann doch noch mal weiterzumachen, aber das kotzt mich gerade so sehr an. Ich habe gerade so richtig die Motivation verloren, das noch weiterzumachen. Ich denke, ich werde mir da jetzt erstmal eine Auszeit gönnen. Es tut mir total leid für euch auch, für diejenigen, die sich auf die Videos freuen. Aber das ist einfach super kacke. Ich hasse es so sehr, so eine beschissene Qualität abzuliefern, wie das jetzt wird die nächsten Tage. Ich muss mal gucken. Also wenn ich doch noch weitermache oder mich doch dazu entschließe, noch weiterzumachen vor November, also bevor gar kein Video mehr kommt, dann ist es okay, wenn ich das nicht mache und dann wirklich kein Video erstmal kommt, dann werde ich im Januar wahrscheinlich. Weil ich will das eigentlich schon noch machen. Mir macht das hier ja Spaß. Und plan ja auch meinen PC dafür. Also ich würde mir nicht so eine Höllenmaschine kaufen, wenn ich nicht das Ding auch zum Videos machen nutzen wollen würde.
dann würde ich einen deutlich, deutlich schwächeren PC nehmen, weil es absolut unnötig ist, um sich so eine Höllenmaschine zuzulegen, wenn man damit nur zockt. Aber weil mir das halt Spaß macht, wie ich das ja eigentlich mache. Und also wenn ich das tatsächlich so mache, dass ich jetzt nichts mehr mache und erst wenn ich den PC habe, damit dann wieder reinstarte, dann würde ich dafür einen neuen Kanal machen und also nicht dafür, sondern generell würde ich dann einen neuen Kanal machen und dann auf dem weitermachen. Ich lasse euch das dann hier auf diesem Kanal auch noch mit einem Community-Post wissen, falls ihr dann mit zum neuen Kanal kommen möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Kann ich euch auch nicht verübeln oder würde ich euch auch nicht verübeln. Ja. Es ist alles Kacke. Sag ich euch. Gut, ich schneide das jetzt hier vor das erste Video. Das heißt, jetzt geht dann gleich das erste Video los. Dann habt ihr noch 3 Minuten Bild und dann war's das. Also, ihr habt auch weiterhin Bild, aber es ist halt immer dasselbe graue Bild, weil da bin ich gerade in eine Mauer gecrashed und deswegen ist das so ein bisschen grau und ja. Wie gesagt, ihr könnt alles hören, aber ihr könnt nichts sehen. Und das ist... Ey, ich kann nur 1000 Mal um Entschuldigung bitten. Das ist noch 1000 Mal mehr. Es ist einfach Mist. Wie dem auch sei, ich wünsche euch schon mal eine angenehme Woche. Ich bin jetzt erstmal raus. Vielleicht sehe ich das auch nächste Woche wieder ganz anders. Ich habe gerade so eine Phase, kann also sein, vielleicht gehe ich nächste Woche dann plötzlich doch wieder motiviert, dann kommen ab nächste Woche auch wieder Video, also geht es einfach nochmal weiter, ich kann es einfach noch nicht sagen. Alles ab jetzt ist vor dem aufgenommen worden, was bis jetzt passiert ist, deswegen viel Spaß dabei oder auch nicht und bis dann, ciao. Ja, moin moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Ihr habt mich daran erinnert, dass es ja hier auch diese Einladungs-Events gibt. Und dass wir da noch ein paar offen haben. Oder, ich weiß nicht, wie viele es sind. Aber ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Heiße Runde auf der Nordschleife, oh je. Hier haben wir richtig viele offen. Komm, wir versuchen mal. Ich steig mal direkt mit der absoluten Folter ein. Wo war es jetzt? Hä? Ich glaube, ich bin dran vorbei. Moment. Und wir probieren mal das. Wir sind gefragt worden, mit diesem Pagani Sonder R auf Rundenrekordjagd zu gehen. Ja, dann machen wir das mal. Ich habe ja jetzt schon wieder 2 Wochen nicht aufnehmen können, weil ich krank war. Noch ein paar Sekunden mit Grün. Unterbietest du die 3 Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Alles klar. Grün, wir starten, los geht's! Und dann steige ich jetzt einfach mal mit der Nordschleife ein. Mal gucken, wie hart ich hier versage. Und das Gute ist, dass der Pagani Zonda R ja auch
generell unser Auto ist. Sodass ich damit zumindest ein bisschen besser klarkommen könnte, möglicherweise. Wir werden sehen. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Das ist nur bei Need for Speed, dass sich einfach mal alle USB-Geräte verabschieden. Also das ist vorher nie passiert, das passiert auch sonst nie. Es ist wirklich nur bei Shift. Naja, auch das sollte sich dann hoffentlich, also wenn's am Rechner liegt, beziehungsweise daran, dass ich hier so einen riesigen USB-Hub angeschlossen hab, dann sollte sich das ja hoffentlich ändern, ab Januar, denn die Gerüchte, vertiefen sich ja so allmählich, was die Release-Termine der neuen Hardware angeht, die sagen, also Intel-CPUs sollen wohl am 24. Oktober dann im Handel erscheinen, beziehungsweise ab dem 24. Oktober erhältlich sein. Das ist wohl relativ sicher. Zwei Wochen vorher, also das müsste ja dann der 10. Oktober, glaube ich, sein, sollen sie wohl vorgestellt werden. Also wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, ob ich mir einen davon kaufe, aber... Was war das? Aber ich warte zumindest den Release ab, denn... Von den AMD-CPUs, den neuen, bin ich bislang nicht wirklich überzeugt. Und da ja auch da die Spitzenprodukte bereits erschienen sind, zumindest die ohne X3D. Und ich werde mir kein X3D holen. Wird sich da auch wohl nicht mehr so viel tun. Also bis zum nächsten Release jedenfalls. Also sage ich mal so, entweder überzeugen mich die neuen Intel-CPUs oder ich hole mir eine AMD von letztem Jahr. Also eine 7000er, denke ich. Weil die Preise von den 9000ern, die sind nicht gerechtfertigt, finde ich, für den praktisch nicht vorhandenen Unterschied zu den 7000ern. Also die Effizienz ist da tatsächlich das Letzte, was mich interessiert bei einer CPU. Und dann Nvidia, also die neuen Grafikkarten. Oder fangen wir bei AMD an. AMD bringt ja auch neue Grafikkarten. Die sind allerdings raus, denn AMD hat ja jetzt endlich mal offiziell bestätigt, dass sie nicht versuchen werden, mit Nvidia im High-End-Bereich zu konkurrieren, sondern nur in den Preiskategorien, die
von der Mehrheit gekauft werden. Was natürlich okay ist, also können sie ja machen, wenn sie das so wollen. Ist natürlich für den Endnutzer ist das natürlich kacke, weil es einfach keine Konkurrenz für Nvidia im High-End-Bereich gibt. Also wirklich gar keine. Deswegen die dann da natürlich auch einfach Preise festlegen können, wie sie lustig sind. Konkurrenz wäre da schon gut gewesen. Wird es allerdings nicht geben. Zumindest nicht jetzt. Also irgendwann mal vielleicht, aber aktuell sieht das eher schlecht aus. Ich denke auch, oder was heißt ich denke? Ich bin mir sehr sicher, dass auch die Intel-Grafikkarten, wenn es da mal neue geben wird, noch nicht in diesen Sphären mithalten. Demnach bleibt für den High-End-Bereich auch wirklich nur Nvidia übrig. Und dann mal schauen. Also da gibt es Gerüchte, die sagen, im November könnte es soweit sein. Wahrscheinlicher ist aber eher der Januar. Und man sollte ja auch sowieso nicht sofort neue Hardware kaufen. Insofern, und Januar ist ja jetzt auch nicht mehr ewig weit weg. Insofern denke ich mal, so Januar könnte man anpeilen für einen neuen Rechner. Und dann, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen, hätte es sich, falls es am Rechner liegt, in Kombination mit Shift aus irgendeinem Grund, was die USB-Geräte angeht, dann auch wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, hätte sich dann erledigt, weil im Moment hängt ja alles oder fast alles an einem USB-Port. Halt über einen Hub. Und gut, es könnte natürlich sein, weil ich habe ja logischerweise den Controller auch am Hub jetzt hängen, aber benutze den ja sonst gar nicht. Beziehungsweise stecke den auch nur dran, wenn ich Shift aufnehme. Nice, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass wir 3 Sterne in der ersten Runde schaffen. Aber ging. So, und dann habe ich... also dann könnte es natürlich sein, dass der Controller dann tatsächlich dafür sorgt, dass das USB-Gerät überlastet ist und sich deswegen dann ab und zu mal abschaltet oder neu startet. Lexus überlässt uns das LFA Concept Car für das Rennen heute. Dann fahren wir das mal. Ja, und dann habe ich... hatte ich ja erzählt, ich hatte The Run. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber ich habe auf jeden Fall The Run, Need for Speed The Run gekauft. Das gab es auch tatsächlich bei Amazon als Key, also für Origin, beziehungsweise für EA. Das ist auch schon aktiviert und installiert. Getestet habe ich es noch nicht, aber dauert ja ohnehin noch ein bisschen. Und der einzige Need for Speed Teil, der noch fehlt aktuell, ist Shift 2. Den hatte ich
auch bestellt. Den gab es allerdings nicht als Key-Version, sondern nur als CD oder DVD. Und ich hoffe, er hat noch einen nutzbaren Key, damit ich den dann bei EA einlösen kann. Und das sollte eigentlich auch schon angekommen sein. Allerdings ist es das nicht. Und der Liefertermin hat sich jetzt auf den 30. verschoben, also auf Montag, beziehungsweise für euch heute. Das bedeutet, noch gibt es Hoffnung, dass es auch ankommt. Denn die einzigen noch verfügbaren Versionen bei Amazon kosten 50 Euro. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Bei Key Resellern habe ich es nicht gefunden. Zugegeben habe ich nicht bei allen geguckt, aber ich nutze ehrlich gesagt auch nicht alle Key Reseller oder möchte nicht alle Key Reseller nutzen. Bei denen, wo ich geguckt habe, gab es das nicht. Mir ist aber gerade noch einer eingefallen, den ich nochmal abklappern könnte. Sollte das nicht am Montag ankommen und ich dann mein Geld zurückfordern, dann habe ich tatsächlich keine legale Möglichkeit mehr, für einen akzeptablen Preis dieses Spiel zu erwerben, weil, wie gesagt, ich gebe keine 50 Euro aus für ein, oh Gott, für ein 10 Jahre altes Spiel oder über 10 Jahre altes Spiel. Das sehe ich nicht. Was sich ja jetzt auch nicht gerade großer Beliebtheit erfreut. Generell, also ist ja eigentlich, die Need for Speed Reihe ist ja, ja, ich will nicht sagen tot, aber irgendwie schon. Und deswegen, das sehe ich wirklich nicht ein. Dann gäbe es nur noch die Option des in See Stechens und aus einer Piratenschatztruhe zu erhalten. Ob ich da eigentlich die deutsche Version bekomme, weiß ich nicht. Allerdings ist das ja eigentlich auch völlig egal, weil eigentlich, es gibt ja hier eh keine Story, der man folgt, oder? Also, das Einzige, was hier wirklich gesprochen wird, ist ab und zu mal der, ja, wer ist das eigentlich? Der, also, dieser Typ, der am Anfang des Rennens ab und zu mal so irgendwie irgendwelche generischen Sätze vor sich hin brabbelt. Aber das ist ja eigentlich uninteressant, ob der jetzt Deutsch oder Englisch redet, oder? Also, könnten wir, sollte ich keine legale Methode mehr finden, an diese Spiele ranzukommen und sie auf hoher See organisieren müssen, könnten wir es ja auch auf Englisch spielen, zum Beispiel, wenn ich es nicht auf Deutsch finde. Und in dem Fall, also ich denke, wir haben ja hier noch so viele Einladungsevents offen, plus das letzte Hauptrennen ist ja auch noch offen, dass ich denke, dass wir die Woche, also die vier Folgen jetzt diese Woche, noch mit Shift verbringen können. Und es wurde sich ja einmal vor einer ganzen Weile, also da hatte ich gerade mit Shift angefangen, wurde sich ja gewünscht, dass wir mit Shift 2
weitermachen nach Shift, beziehungsweise wurde mir empfohlen. Und ich hatte zwar diese Umfrage gemacht, wo ihr euch entschieden habt dann für Hot Pursuit, aber ich denke, ich werde nach Shift tatsächlich mit Shift 2 weitermachen und Hot Pursuit danach spielen. Weil ich glaube, dass das mehr Sinn ergibt. Und nach Hot Pursuit, also beziehungsweise dann nach Shift 2, wie gesagt, Hot Pursuit, und dann setze ich die Reihenfolge einfach weiter fort, und bis wir halt irgendwann bei Unbound ankommen. Und dann ist das doch gut so, denke ich. Könnt ihr mir ja auch gerne mal eure Meinung mitteilen, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das genauso seht. Würde ich das, glaube ich, gerne so machen wollen. So, was haben wir als nächstes? Zeiteliminator auf Laguna Seca. Weiß ich nicht mehr, was das für eine Strecke war, aber... Lamborghini überlässt uns den Reventen fürs heutige Event. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass das Ding nicht Reventen ausgesprochen wird, aber egal. Ach, das ist Laguna Seca. Tja, die Strecke finde ich gar nicht mal so toll. Egal, wird schon werden. Ja, wie geht's euch? Ist kalt geworden, hä? In Deutschland. Ich finde auch, dass das... Ich weiß gar nicht, ob ich das thematisiert hatte, weil ich nicht weiß, ob ich an diesem Wochenende, wo das der Fall war, überhaupt aufgenommen habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe da nämlich nicht aufgenommen. Ging ja super schnell. Also es war ja irgendwie freitags noch 30 Grad und montags waren es dann 12 oder so. Also so ganz typisch deutsches Wetter. Erst unerträgliche Hitze und dann kommt sofort im Anschluss die klirrende Kälte und so. Temperaturen von um die 20 Grad sind kaum noch vorhanden, oder Tage mit diesen Temperaturen. Also es gab ein paar, zumindest hier, aber waren sehr wenige, und jetzt kommende Woche 12, 13, 14 Grad. Jetzt kommende, also für mich kommende Nacht 2 Grad hier bei mir. Ist also tatsächlich... Ah, verdammt, ich habe viel zu spät gebremst. Ich glaube, das müssen wir mal neu starten, aber noch haben wir nicht verloren, deswegen fahre ich mal weiter. Ja, es wird langsam Zeit für Winterreifen, befürchte ich. Aber ich... Komm, ich fahre jetzt einfach nochmal von vorne, weil... Weil ich das jetzt halt so mache. Warum ist eigentlich die Maus hier im Bild? Das ist ja super ätzend.
Ich hoffe, die war nicht die ganze Zeit sichtbar. Es tut mir sonst leid, wenn das so war. Hab das aber erst jetzt realisiert. Ich fange es nochmal neu an. Irgendwie diese ersten paar Kurven, die finde ich, die kriege ich nicht hin. Oder die ganze Strecke liegt mir einfach so gar nicht. Also hat die Nordschleife schon deutlich besser geklappt aus irgendeinem Grund. Also einen sollten wir schon noch schnappen, damit wir zumindest einen Stern bekommen. Das wäre so meine Mindestanforderung eigentlich. Die wäre damit erfüllt. Warum bremst du hier einfach? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber egal, dann müssen wir das jetzt nur noch halten. Irgendwie. So nicht. Da muss ich mal eben husten, was gar nicht so einfach ist, weil es hier wenig Möglichkeiten gibt, das Mikrofon zu muten.
Aber ich glaube, ich habe es hinbekommen. Ja, so richtig hundertprozentig fit bin ich nämlich noch nicht. Aber wird schon. Und ich war auch die Woche schon wieder arbeiten, also... Aber ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so viel Wahl, weil wir sind so hart im Rückstand, ey. Im Moment, also bei uns ist wirklich die absolute Hölle los momentan. Ich weiß überhaupt nicht warum. Gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, aber... es ist einfach so. Und dann will man natürlich die Kollegen auch nicht alleine lassen. Wenn es eigentlich Arbeit für doppelt so viele Leute gibt. Also wir könnten wirklich momentan echt einfach jeden Tag 8 Überstunden machen. Was die Arbeit angeht, wäre das grundsätzlich eigentlich kein Problem. Aber offensichtlich sieht das natürlich das Arbeitsschutzgesetz ein bisschen anders. Und sollte man ja natürlich auch einfach nicht machen. Also Überstunden generell ist natürlich hauptsächlich was dem Arbeitgeber hilft. Oder was vorteilhaft für den Arbeitgeber ist, wenn man als Arbeitnehmer Überstunden macht. Nice. Haben wir das sogar noch gewonnen. Zeitlich sind wir sogar auch echt ziemlich gut. Ziemlich genau bei einer halben Stunde. Haben noch 3 Events dann für die nächste Folge offen. Side-Eliminator auf Willow Springs. Runden-Eliminator auf Dakota Tri-Oval. Oh Gott, das wird nix. Und hier auf der Nordschleife auch nochmal ein Side-Eliminator. Na toll. Wobei, die hat ja eigentlich vorhin ganz gut geklappt. Wir werden sehen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch gerne übermorgen in der nächsten Folge wieder mit ein. Und bis dahin. Ciao.